Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet, weil wir können ja sowieso nicht wirklich was machen. Insofern habe ich jetzt dann zumindest mal Steine und ein paar Bretter verteilt, dass wir die Häuser machen können. Und Stöcke habe ich jetzt eigentlich nicht eingesteckt. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Moment, habe ich was zum Essen einstecken? Dann essen wir erst einmal miteinander, machen wir erst einmal eine Feschbe, bevor wir loslegen, ne? Ja, das passt schon. So, wir haben keine Baumstämme. Also da fehlt es uns auf jeden Fall noch. Ich denke mal 2, 3 Stück, wenn wir drin haben, und das war's dann. Oh, 7 Stück sogar schon. Okay, ich habe jedenfalls einiges an Steinen und Brettern, wie gesagt, verteilt. Das wird wahrscheinlich eh noch nicht ganz reichen, was wir jetzt da verteilt haben. Und ich würde sagen, wir schnappen uns heute mal ein paar Stöcklinge. Keine Ahnung, nehmen wir mal 120. Na ja, komm, nehmen wir gleich mehr. Ja, 250, perfekte Zahl. Dass wir ein bisschen an den Zäunen weiter klopfen können. Wir können natürlich auch die Häuser ändern, die ganzen Wände und so weiter. Aber solange ich ja hier keine Holzstämme habe, funktioniert es natürlich auch nicht so schön, wie ich das möchte. Insofern kümmern wir uns mal ein bisschen mehr um die Zäune jetzt hier aktuell. Zumindest die, die ich sage, jawohl, die können bleiben, wie sie sind. Und solange wir keine Baumstämme haben, ist es natürlich schwierig, ne? So hundertprozentig gefällt mir das nicht, aber ich kann es ja nicht ändern. Bleibt halt einfach so, wie es ist. So, machen wir mal nur bis hierher. Weil vielleicht ändere ich das auch nochmal. Das finde ich immer noch ganz gut. Mit dem Umbau, also mit dem, dass ich das hier drumherum gebaut habe. So, dann das da können wir vielleicht fertig machen. Ah, nee, können wir nicht, weil ja da Baumstämme fehlen. Wie viel brauchen wir denn? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Baumstämme. Vielleicht können wir zumindest die 8 Baumstämme machen, dass wir das Haus fertig kriegen. Ich wollte ja den einen Umbau machen von dem einen Gebäude, was unten bei der Näherei ist. Aber das habe ich mir jetzt halt auch anders überlegt. Das werde ich nicht machen. Den lasse ich jetzt so, wie es ist, weil sonst müsste ich nämlich das komplett... Oh, das sind genau 8 Stück. Sonst müsste ich das nämlich komplett wegreißen. Sonst müsste ich das komplett wegreißen, dass die Betten und das Feuer und so weiter sich anders platziert. Deswegen lasse ich das, weil ich gehe nochmal mit euch hin. Weil ich wollte die Treppe hier wegreißen und wollte die dann hier hin machen. Allerdings lasse ich das jetzt, weil wie gesagt, ich müsste alles wegreißen. Das Material wäre fort, nur dass wir dann da hinten eine Tür reinbekommen. Na, deswegen müsste alles weg, bis auf den unteren Teil. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht Bett und so weiter stehen bleibt. Auch wenn ich das Zeug wegreiße. So, unsere liebe Frau, wie schaut's denn aus mit Nachwuchs? Hello, Sweetheart. Gefallen bitten. Wie steht es um unser kleines Königreich? Es gibt nicht genug Handwerksmaterialien im Dorf. Ja, das stimmt. Was beschäftigt dich im Moment? Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Du hast so viel Liebe in mein Leben gebracht. Es ist unfassbar. Ich wünsche mir nichts mehr, als in deinem Armen alt werden zu dürfen. Und wie schaut's aus mit Nachwuchs? Well, wo finde ich? Romantik. Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Oh ja, komm. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich geehrt fühlen würde, ein Kind mit dir zu haben. Treffen wir uns nach 19 Uhr bei uns zu Hause. Jawohl, mach mal. Have a good day. Ja, wünsche ich dir auch. So. Dann, das da könnten wir mal umbauen hier, weil ich möchte hier noch ein Tor reinmachen. Jetzt ist nur die Frage, weil die Tore, die ich habe, die werden wahrscheinlich nicht passen, ne? Stockgatter. Das ist das Flechtgatter. Ja, das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Ja, geh du noch durch.
Gehen wir mal ein bisschen näher ran, weil ich würde das nämlich gerne so weit wie möglich da ranschieben. Das müsste ja eigentlich passen. Dann müssten wir eigentlich nur den Zaun hier wegmachen und dann da im Grunde anfangen. Das passt ja, ne? Da hätten wir hier unser Gatter. Jawohl. Du musst zerstört werden. Tja, so. Und dann bauen wir im Grunde wieder diesen Flechtzaun. Und da muss ich mal gucken, dass ich auch wieder so nah wie möglich rankomme. Kasi, wir hören mal auf zu atmen. Du verschiebst mir immer das. Yes. Gut. Jetzt stehst du da. Oh, ob das jetzt halt natürlich hinhaut, wenn ich das so nah ranschiebe. Lass mal probieren, ne? Ja, doch. Tür geht auf, das ist gut. Das ist gut, dann hätten wir nämlich da ein Dörr. Wunderbar. Wie schaut es mit Futter aus? 30%. Na ja, gut. Und hier soll Mist sein? Dung? Ich kann hier Dung sammeln. Das hat mir nämlich jemand gesagt. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich wusste nicht, dass ich hier Dung sammeln kann. Deshalb müssen die irgendwie neu mit rein haben. Aber dann machen wir natürlich den Stall mal sauber hier, ne, dass die Schweine sich auch wohlfühlen. Weil ansonsten haben die, glaube ich, auch keinen Nachwuchs, hat es geheißen. Weil dann fühlen die Schweine sich nämlich nicht glücklich und dann gibt es keinen Nachwuchs und, naja, werden keine Schweinereien gemacht. Na, und du auf dem Feld hier, was haben wir denn hier unbesät? Da müssen wir Weizen haben, ne? Ja, Weizen. Sicheln habt ihr ja drin, Leute. Dann schmeiße ich euch jetzt halt mal den Dung ins Lagerle. 60 mal Dung. So, dann dürfte sich auch der eine nicht mehr beschweren, bezüglich, dass er kein Material hat. Schauen wir mal ganz kurz rein hier. Ich habe eh wieder in den Einstellungen ein wenig rumfuhrwerkt, um das Ganze zu machen. Ich habe jetzt halt hier auch die Läger mal beschriftet, dass ich weiß, welche Mine und so weiter, ne? Dass wir da wissen, okay, Mine Norden, das ist das Lager und dann zum Beispiel Lager Dorfmitte. Also das habe ich jetzt alles beschriftet, dass ich dann auf den ersten Blick sehe, wo ich bin. Im Grunde ist es egal, weil egal auf welches Lager ich gehe, ich kann immer hier nachschauen, was ich auf Lager habe. Also von daher, also kann ich auch da machen, ne? Aber ich sehe immer dann, was wir komplett im Lager haben. Also da ist es dann total Latte. Werkstatt, Schmiedenäherei, Küche habe ich nochmal eingestellt mit den Jägern zusammen. Jäger habe ich dann nochmal ledertechnisch eingestellt mit der Näherei. Schmiede habe ich noch nicht wirklich gemacht. Kräuterhütte können wir sowieso erst in der nächsten Jahreszeit machen, dass wir da wieder das Ganze ändern. Das darf ich nicht vergessen. Was wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir die Jahreszeit wechseln in den Winter hinein, wir müssen nochmal jemanden für den Holzschuppen suchen und wir müssen definitiv einen für den Jäger suchen. Es reicht schon mal einer, dass wir ein bisschen mehr Essen mit reinbekommen. So, dann machen wir mal den Zaun hier noch fertig. Ein paar Stöcklinge haben wir ja noch. So, jetzt haben wir noch 48, wenn ich jetzt richtig geschaut habe. Dann können wir jetzt das eine Haus hier fertig machen, weil wir ja zumindest diese 8 Holzstämme haben. So, 30 Steine, 34 Steine. Ich glaube, ich brauche nur 34 Steine. Aber ist gut. So. Dran klöpfen. Die sind ja alle eingestellt richtig. Steinwand, Steinwand, Steinwand. Wunderbar. Damit haben wir dieses Gebäude fertig. So, aber wem soll dann das Gebäude gehören? Ist jetzt die nächste Frage, ne? Ich denke, wir lassen die einfach mal frei. Einfach. Es ist im Grunde total egal, wo die Häuser stehen in Bezug zum Beruf dann, weil die fangen an zu arbeiten in dem Moment, wo es 8 Uhr schlägt oder 7 Uhr schlägt, ich weiß jetzt nicht. Von da an fangen die an zu arbeiten, ganz egal, wo die sich befinden. Insofern ist es auch egal, wo
Die Häuser stehen. Allerdings haben wir jetzt da zum Beispiel die Jägerhütte. Da könnte man zum Beispiel den hier als Jäger nochmal machen. Die werden wir ja sowieso ausbauen. Oh, was brauchen wir hier? Weil da habe ich 7 Baumstämme. 7, ja. Aber ich brauche 8. Bretter haben wir hier 24 Stück schon liegen. Wir können nochmal reinschauen ins Lager. Es ist halt jetzt halt viel hin und her gerenne, weil ich nicht wirklich was machen kann. Ne? So. Dann wäre das aber auch schon mal fertig. Dann könnten wir ja auch schon anfangen mit dem Weg, weil das soll nämlich wirklich so ein schöner, breiter Weg sein, der hier reinführt. Dann hier der Marktplatz. Und dann kann man nämlich um den Marktplatz rum nochmal Häuser stellen. Und dann natürlich nochmal verschiedene Berufe mit unterbringen. Also nochmal einen Schmied, nochmal eine Näherei und so weiter. Weil man schafft gar nicht alles in einem einzigen Gebäude. Also das kannst du gar nicht alles machen. Ne? Dich würde ich gerne auch einmal einbauen, richtig. Das ist dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu viel Zaun, das weiß ich schon. Aber wartet mal ab, bis ich hier dann mit der Deko richtig anfange, mit Blumenkästen und so weiter. Weil das ist ja immerhin Dorfmitte. Das hat Außenstehende im Grunde nicht zu interessieren. Außenstehende, die hier zu Besuch kommen, die werden sowieso den Marktplatz besuchen. Insofern, ja. Gucken wir mal nochmal hier. Ich würde gerne den Zaun hier nochmal wegreißen. Weil ich möchte das nämlich an den Zaun hier und an den Baum und so weiter noch ein bisschen anpassen. Ich hoffe zumindest, dass ich das hinbekomme. Ansonsten reiße ich den kompletten Zaun weg. Kann ich eigentlich hier noch was freischalten? Steinmäuerchen? Ach, da fehlt mir die Technologie, ne? Oh Gott. Gerade die Steinmauern, das verstehe ich immer noch nicht. Warum ist die Steinmauer erst so spät? Die könnte man doch viel früher schon freischalten. Ich meine, sowas wie den Holzzaun, der ist ja auch schon viel früher frei, ne? Da sogar die Palisade ist schon mit 1000, nee. Der ist jetzt halt auf jeden Fall schon frei, also das verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Bretterzäune, schalt mir da mal was frei. Ach so, ich wollte ja, wartet mal, ich wollte doch diese Bögen wollte ich doch freischalten. Aber das war, glaube ich, bei Deko. Hier war das. Arbeitsstationen, Sonstiges. Man kann jetzt auch einen Karren bauen, einen Abtritt, Glockenpfahl, Taubenschlag, Schneemann. Da, das da. Die Bogenspaliere oder Spaliere generell. Ich würde sagen, dass wir die mal freischalten, weil mich die einfach auch interessieren. Und zwar alle, wenn es geht. Ne, die kann man nicht. Ah, die kann man erst viel später. Okay, gucken wir mal, wie das Ding ausschaut. Oh. Soll das Pflanze sein? Warte mal, vielleicht können wir das hier so an das Gebäude ranmachen. Oh. Toll. Damit kann man dann auch so Durchgänge mal ein bisschen verdecken, ne? Wie weit kann man die überlappen? Ja, okay, aber das schaut jetzt halt nicht gut aus. Da müsstest du noch mal weg. Ne, ich mach beide noch mal weg. Was kostet das eigentlich an Material? Ich baue das einfach so und schaue nicht einmal, was das an Material kostet. Acht Stöcke. Na gut, acht Stöcke. Acht Stöcke ist doch in Ordnung. Vielleicht kriege ich das auch so hin, dass das ein... Ich bin immer so ein Millimeterfutzel, ne? Ihr wisst es ja. Jetzt. Juhu, und man kann da nicht durch. Es bleibt keiner stecken. Nice. Das ist schön. Achso, ja, da sind ja Pilze drin. Habe ich eigentlich nicht noch irgendwas gesammelt? Nee. Fleisch habe ich noch einstecken. Da müssen wir tatsächlich dann warten bis in den Winter rein. Ist ja eh noch die Frage, ob ich jetzt dann den Tag
über Schlafe. Wie schaut es denn da eigentlich aus? Boah, da sind echt viele Sachen drin, ne? Viele Pilze. Gebratenes Fleisch haben sie noch. Rotaugen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass ich im Grunde ein bisschen mehr Rotauge angle, als ich an Fischfilets herstelle. Also es ist vielleicht ein halbes Rotauge, sagen wir mal so. So, dass man immer ein bisschen was im Vorrat hat. Ach stimmt, jetzt wo ich die Mine hier so... Oh, das wollte ich ja auch noch machen hier. Behälter, Behältnisse. Ich habe doch extra die Kisten hier auch gemacht, weil ich habe mir überlegt, ob ich nicht hier Tonnen herstelle oder noch eine Truhe oder sowas. Oh, ist das toll. Wie viel passt denn da rein? 40 Kilo passen da rein. Oh. 40 Kilo. Lass mal schauen, wo ist denn das Eisenbistschiff dran vorbei wahrscheinlich, ne? Hier, Eisenbarren. Das sind 30 Eisenbarren und ein bisschen Eisenerz, was man da reintun können, ne? So. Und rein damit. Und schon haben wir ein schönes Vorratslager hier, direkt bei der Schmiede. Also wenn ich dann irgendwie mir was auf die Seite tue, um selber herzustellen, dass die das nicht verbrauchen, kann ich das einfach hier in die Kisten reinstellen. Und die schauen toll aus. Kann man die auch hochheben? Nee, ne? Man kann die nur... The good man gone. Wo sind sie alle hin, die guten Männer? Tja. Acht Pelze, Steinstock. Also das ist toll. Was können wir noch machen? Bisschen rumprobieren jetzt mal hier. Bündel können wir machen. Wir können auch Weidenkörbe herstellen. Das sind aus Stöcke. Oh, schön. Schön. Achso, ich habe jetzt keine Stöcke mehr, ne? Ich habe keine Stöcke mehr. Nein, wir drücken nicht immer auf die falsche Taste. Wie schaut es denn aus bei den Blumentöpfen? Was haben wir denn da? Blumentopf aus Holz? Da könnten wir auch mal ein paar Sachen. Den da würde ich gerne machen hier. Ist nicht freigestellt. 750 für den rechteckigen Blumentopf aus Stein. Boah. Mach mal. Oh ja. Kann man die... das wäre jetzt schön gewesen. Auf den Zaun oben drauf. Aber da kann man doch dann hier so ein bisschen Wegverzierung machen. Ich probiere das jetzt einfach mal, ist egal. Oh ja. Vielleicht ein bisschen... Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das Weg ist, ne, hier. Warte mal, gehen wir mal ein bisschen weiter rüber. Und dann vielleicht kann ich noch eine Bank da hinstellen. So, dekorieren. Ah. Oh. Das sieht man dann, wie das... Oh, das ist toll. Da könnte ich jetzt zum Beispiel Johanniskraut... Ich bräuchte ein Johanniskraut. Dann lasst uns mal gucken. Das müssten wir ja eigentlich... drin haben, hoffe ich. Nur ob das jetzt da ist. Nee. Hier, bei Essen... Johanniskraut tatsächlich. Nehmen wir halt immer 5 Stück mit. Man braucht zwar nur eins für so einen Kasten, aber... Dekorieren. Oh, schön. Dann haben wir da auch Johanniskraut. Und dann gucken wir mal, ob wir hier eine Bank hinstellen können. Bänke habe ich aber auch noch nicht freigeschalten. Bänke? Oh Gott, da gibt es so viele jetzt mittlerweile, ne? Die kriegt man statt 5000. Das ist eine ganz normale Holzbank. Da bräuchte man einen Holzstamm, aber die würde ich gerne ausprobieren. Hier mit der Lehne. Machen wir die mal frei, holen uns einmal noch einen Holzstamm. Jetzt wird schon wieder dunkel, ne? Wir sollten auch mal die Feuerschalen uns angucken.
Weil ich glaube, die Feuerschalen, da brauchen wir nur irgendwas aus Ton noch. So. Oh, schön, jetzt hat es sehr viele Bretter, das ist gut. Ich nehme mal gleich alle raus. Holzstämme 13 Stück, her damit. Weil die machen jetzt wahrscheinlich eh gleich, ja, die haben schon Feierabend, 18.49 Uhr. Ja, ich weiß, es schaut jetzt nicht so super toll aus, aber hey, ich teste ja jetzt erst einmal nur, ne? Kommt bitte Wert grün. Oh, schade. Irgendwas blockiert die Baustelle. Schade, das wäre jetzt halt echt toll gewesen. Da muss ich mal probieren, ob das mit einer anderen, Ding geht. Aber hier beim Lager könnte man doch mal was machen. Einfach eine Bank herstellen. Hier so vor dieses Geäst. Cool. Jetzt wäre es noch interessant, was kann man eigentlich noch mit diesen Dekotöpfen machen? Was kann man da zum Beispiel reinmachen? Das würde mich interessieren. Blumentopf aus Ton. Da braucht man Ton, aber Ton haben wir massenhaft, ne? Ein quadratischer Blumentopf, was kostest du? 750, 500, 500. Machen wir doch einfach mal den hier, den einfachen, aus Holz. Jawohl, Hallöchen. Setzt sich schon die erste hin. Weil hier so seitlich noch ein bisschen als Deko. Links und rechts jeweils. Ah, okay, da kann man dann auch die Sachen hier reinpflanzen. Alles klar. Und? Gefällt euch zwei? Ja? Okay, jetzt gucken wir mal wegen Licht. Weil das ist ja etwas, was mich echt stört, ne? Dass wir kein Licht haben. Also, das Schema könnten wir kaufen. Stöcke, Leinengewebe, Stein und Leinengarn. Also die kleine Standfackel, die ist schon echt teuer, muss ich sagen, von den Zutaten. Aber okay. Das können wir erst freischalten mit 5000 Technologie. Die stehende Feuerschale, 500 kostet die und da müssen wir warten bis 7500 für den Eisenkorb. Ne? Die Feuerschale würde mich interessieren, allerdings brauchen wir hier eine Tonschale und Leinengarn. Leinengarn dürfte kein Problem sein, da müssten wir schon einiges haben. Leinengarn, nehmen wir uns da einfach mit 20 Stück raus. So, und dann bräuchten wir allerdings noch Ton. Nicht Tonbewurf. Ah, ich arbeite das ganze Zeug zu Tonbewurf um, ne? Oh, da muss ich rein. Da muss ich rein, das muss ich ändern. Ich glaube, das war in der Werkstatt, oder? Nee, das war Grabungsschuppen. Stein? Hä? Wo stelle ich denn den Tonbewurf her? Ach Quatsch, den macht die Scheune. Scheune macht Tonbewurf. Da, Tonbewurf. Aber den lasse ich doch gar nicht mehr herstellen. Warum habe ich dann keinen Ton? Wahrscheinlich, weil ich im Grabungsschuppen keinen Ton mehr... Doch? Hä? Jetzt wundert es mich aber. Wo verarbeite ich... Ach so, dann verarbeite ich den wahrscheinlich schon hier in der Produktion, ne? Hier in der Werkstatt verarbeite ich das zu diesem Ton, ja, Flakon aus Ton. Ja, ist okay. Weg damit. Den tun wir jetzt mal ausschalten. Dass wir den Ton uns sammeln und dann können wir Tonschalen machen. Holzschale, Tonschale. Tonschale braucht zwei Ton. Wir könnten jetzt natürlich, wir müssten halt ran mal an das, an den Töpfer-Dingsbums hier. Tonschale, 300, das Schemata. Dann kaufen wir das Schemata hier auch mal. Ups, Entschuldigung. Ihr klemmt mich ein. Was soll denn das? Wie wild König aussehen würde, ja. Verwaltung.
Werkstatt. Tonschale. Jetzt machen wir doch da mal Tonschalen. Ja, okay, das ist kein Ton jetzt im Moment da, deswegen mache ich jetzt mal 10%. So, dann sollten wir auf jeden Fall mal zu unserer Frau gehen. Hast du keine Fackel mehr? Oh. Fackel nicht ausgerüstet, schade. Aber gehen wir mal zu unserer lieben Frau. Die wartet schon. So, es ist ja auch schon kuschelig, ne? Hier. Bist du nicht durstig, mein Schatz? Hier, nimm einen Schluck. Oh, danke schön. Kirschsaft hat sie mir gegeben. Wunderbar. Romantik. Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Von diesem Moment habe ich mein ganzes Leben geträumt. Ich liebe dich, Ehemann. Ich liebe dich. So. Und? Das war sehr unspektakulär. Ich weiß, wir haben kein Licht, aber... Moment. Verwaltung? Tatsächlich. Und schon ist sie schwanger. Tja, so schnell, wenn es ginge, ne? Okay, ich überlege jetzt immer noch, ob wir jetzt den einen Tag... Ne, wir können eh bloß, glaube ich, überspringen, ne? Ne, wir haben sogar noch einen Tag. Aber ich würde... Ja doch, ich würde den auf den nächsten Tag gehen. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Holz und... auch wenn wir dann die Jahreszeit überspringen, werden wir ja wahrscheinlich nicht so viel Holz dann drin haben, als hätten wir den Tag erlebt. 13 Hölzer hast du schon eingesteckt, ne? Genau, dann könnten wir nämlich mal den Jägerschuppen hier mal fertig machen. Hast du wenigstens einen Hammer? Ja. Holzstämme. So, dann machen wir nämlich die Jägerhütte zumindest mal. Bretter habe ich genug, Holzstämme aber nicht mehr. Da brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir 3 Holzstämme. Oh, 4 hätten wir gebraucht. Okay, okay. Also 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29, also 30 Baumstämme brauchen wir. Und das hast du ja fertig, ne? Und das hier möchte ich ja alles als Jägersgrundstück machen, weil es gibt ja auch die Dekos hier mit den Fellen und so weiter, ne? Arbeitsstationen. Hier, Jägerszeug, Gerbgestelle und so weiter und Zielscheiben und, toll. Und das soll dann alles hier im Grunde schön aufgebaut werden. Da wird mit Sicherheit der ein oder andere Weg hier gezogen werden, dass die ganzen Pflanzen hier verschwinden, dass vielleicht auch der ein oder andere Felsen verschwindet. Die Bäume werde ich erst einmal stehen lassen. Da werde ich entscheiden, ob ich die weghaue oder nicht. Aber toll. So, haben wir mal schon ein bisschen Platz gemacht. Man könnte mal schauen, wie das ist, wenn ich jetzt hier so ein Ding hinstelle. Kann ich dich einsammeln? Nein. Und zwar von dem Baum ausgehend zu diesem Baum hier. Das geht nicht, ne? Schade. Kann ich dahinter? Das kann aber auch an dem Felsen liegen, ne? Weit kommen wir denn da? Warte mal, dann versuche ich das mal andersrum anzureißen. Von dem Baum hier ausgehend. Ja, da bist du grün, komischerweise, ne? Okay, machen wir dich mal grün. Ah, okay, aber da ist dann irgendwas im Weg, warum das nicht geht. Aber das wäre jetzt halt schön gewesen. Wie ist es denn mit Bretterzäumen? Die interessieren mich natürlich auch, ne? Wir machen mal den großen Bretterzaun noch aus 900 Münzen, ey. Ist egal, wir haben noch ganz viele Bronzehämmer, die wir verkaufen können dann im Winter. Ich schalte das Schemata jetzt mal frei. Also ich glaube, dass hier irgendwas ist, was mir nicht erlaubt, einen Zaun zu ziehen. Aber vielleicht können wir das mal ein bisschen um die Ecke rum machen.
Da ist grün gewesen. Da ist grün. Hier so ein bisschen drüber gerade. Und dann bis zu dem Baum. Und dann hätten wir nämlich hier schon so ein bisschen angerissen für Schießübungen. Hier könnte man dann im Grunde diese Schießplatzdinger hinmachen. Hier die da. Da brauchen wir drei Holzstämme und 20 Stroh. Ich mache schon wieder viel zu lang. Das will ich aber jetzt wissen. Bretter, raus damit. Holzstämme, raus damit. Stroh. Genau, nehmen wir einfach mal 100 Stück mit. Die haben im Grunde, der letzte Patch, der jetzt da war, am Freitag oder am Samstag, die haben das geändert mit dem Droppen. Also die haben hinzugefügt, dass man jetzt auch einen ganzen Stack droppen kann und nicht nur einzelne. Oder dass man das nicht angeben muss. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Holzstämme jetzt zum Beispiel droppen, dann muss ich einfach nur X halten und dann droppe ich im Grunde den ganzen Stapel. Wenn ich dann natürlich nur einmal X drücke, ganz kurz, dann kann ich auch die Anzahl entscheiden. Aber so ist es doch wesentlich angenehmer, finde ich, oder nicht? So, mache ich jetzt einfach mal, weil ich es wissen will, wie es ist. Machen wir mal noch den und den. Oh, das gefällt mir. Zielscheibe. Kann ich die Zielscheibe jetzt hängen? Nee. Schade. Ich hoffe aber, dass ich die da herstellen kann. Ach doch, das geht schon. Habe ich das Material? Nee, nicht genügend Rohstoffe, da fehlt mir jetzt wieder was. Aber dann könnte man da so einen kleinen Schießplatz machen. So einen Übungsplatz. Es wird dann noch alles ein bisschen gesichert hier, dass da nicht Leute irgendwie reinlaufen können. Ah, wird gut, aber das Ding muss ich dann nochmal anders hinstellen. Ich weiß, das wird jetzt ja dann das Material weg sein, aber gut. Was gibt's? Das ist ja nicht schlimm jetzt halt hier. Und da fehlt mir jetzt halt ein Brett natürlich. Ja, warte mal, du könntest gleich die Bretter hier mal fallen lassen. Dann lassen wir die gleich mal hier liegen. Naja, das wird alles noch schön gestaltet, denke ich. Vielleicht mache ich die eine Birke hier zumindest weg. Dann könnte man das Ganze ein bisschen schöner ausbauen. Na, mal gucken. Gut, das soll es gewesen sein dann heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Lasst auch ein Abo da, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.